Willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3 All-Stars. Was ihr gerade noch gesehen habt, das war der Save State. Dazu muss ich gerade noch sagen, es wird jeweils... Also es wird zum einen keine Save States im Spiel geben. Und egal, wie lange das dauert. Und das, was ihr gerade sah, es war bloß, ja, für das Partende. Und falls irgendwelche technischen Probleme auftreten sollten, dann sind Save States natürlich gestattet, um den Part halt fortzusetzen. So ist es. Was war jetzt nochmal? Achso, ja. Da war die Kiste. Feuerblume. Praktisch. Und er darf jetzt das Schloss machen. Bello. Oh, terrible, the king has been transformed. Please find the magic wand to scan and send him back. Ja. Die ganzen Könige wurden nämlich alle verwandelt in Tiere. In dem Fall eine Schlange. Und das ist auch so herrlich bei dem Game. Die Schlachtschiffe. Und auch die Musik dazu ist gut. Da brauchst du dich nicht ducken. Wenn du nah genug an den... Das ja, die werden auch mit der Zeit noch ziemlich knackig, die Schiffe. Mhm. Das hier ist noch einfach. Oh. Ah, verdammt. Verdammt. Das war ein Volltreffer genau in den Arsch rein. Was ich eben zu den Kanonen sagen wollte, die Kugel will ich abfeuern. Und ja, die Dinger heißen wirklich so. Wenn Mario nah genug dran ist, dann können diese Teile auch nicht mehr ballern. Und manchmal gibt es ja auch noch Blöcke mit Items. Hier ist es gerade nicht der Fall. Und wir sehen zum ersten Mal. Ist das, glaube ich, Iggy oder? Wer war das nochmal? Es könnte. Entweder ist es Iggy oder Lemmy Cooper, ich weiß es jetzt nicht genau. Was? Das zum... war. Das war unfair. Ich wusste nicht, dass sowas auch gilt. Da wurde. Das war der Hitbox! Ja, und das Level ist nur schaffbar oder abschließbar, wenn man diesen Stab natürlich mit einsammelt. Das war gerade der Hitbox. Ich habe ihn ganz deutlich getroffen. Das habe ich gesehen. Aber in dem jetzt Moment. Jetzt muss man auf der Feinde hinweisen. Das geht aber ja nicht. Und der König hat einen. Turban. Oh, thanks, heavens, I'm back to my old self again. Thank you much. Here's a letter from the princess. Ja, zu Deutsch, nach dem Motto: Ja, danke, dass du mich zu meiner alten Bitte, can turn away. I've been close, the real it helps protect you, Princess Toadstool. Ja. Zu diesem P-Button, wie heißt das schneller Teil? P-Feder. P-Feder. Nenn ich sie jetzt mal. Mit diesem Teil kann man instant fliegen. Yep. Zählt aber nur. Ja? Zählt aber nur für das jeweilige Level. Im nächsten Level wird's wie ein normale. Genau. Man hat zwar den. Man hat zwar noch die Tanuki-Form, aber man ist dann nicht mehr im Dauerfliegmodus. Jetzt bin ich gespannt, was der Final zum letzten Kampf sagt. Autsch. Das war Fail. Oh, her damit. Ach scheiße, ich muss nach oben. Ich mag diese Musik von dem Stern. Ja, die ist cool. Und hier gibt es, glaube ich, einen Notenblock, falls man hier runterfällt. Genau. Ja, und das ist jetzt die Wüstenwelt. Welt Nummer 2. Hier gibt es auch schöne kleine Mini-Castles. Beziehungsweise, ja, fast Mini-Castles, aber ihr werdet schon, was ich noch meine. Sind nämlich noch nicht. Ist nämlich noch nicht zu sehen auf der Karte. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Beziehungsweise, man sieht es doch schon. Ja!
Erstmal gehe ich hier rein. Light up pictures and get a prize. You only get only try. Get one try, sorry. So, komm, das muss klappen. Das ist schon schwierig. Ja. Scheiße! Oh, schade, schade. Es ist eigentlich machbar, das abzutimen. Aber ich habe leider ein bisschen zu früh gedrückt. Oh. Ich dachte gerade. Ja, auch hier gibt es so ein kleines Secret. Beziehungsweise, naja, Secret nicht, aber halt die Möglichkeit, ein Item zu bekommen hier. Lass mich in Ruhe, Misty! Danke! Und rüber! Tja, ja, dieser Teil gehört noch zu den Klassikern, wie zum Beispiel damals zum gleichnamigen Zeit Super Mario Land, Super Mario Land 2 und so weiter. Schade finde ich nur, dass das Level zu kurz ist. Ja, hätte man auch mehr daraus machen können aus dem Level. Mhm. Damit habe ich den ersten Stern. Save and continue. Und ihr merkt schon, das Mini-Castle hat sich verändert vom Background her. Mhm. Und die ersten Twomp-Homps sind aufgetaucht. Naja, die sind scheiße, die Biester. Und Twomp-Homps sind hier nicht das einzige Problem. Da seht ihr schon, das zweite Problem sind die Geister. Yep, die sogenannten Boohoos. Instant-Stacheln. Und es gibt noch das... Ne, ja, Instant-Stacheln... Ja, wenn man... Großes... Kleines. Wenn man allerdings Großes... Scheiße. Warum hast du den... In die falsche Richtung getriggert? Ja, genau. Ich hatte eigentlich erwartet, dass der Pilz in die andere Richtung laufen würde. So eine Scheiße. Du hast ihn leider in die falsche Richtung buxiert. Hier auch vorsichtig machen. Lieber nicht zu sehr durchrushen. Tja, jetzt musst du darüber. Gab's da noch ein Item da drüben, oder? Nein. Ich meinte nur rüber zur Tür. Jetzt wird's interessant. Oh. Oh, 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 oh. Oh Gott. Komm noch einmal. Jawohl. Sauber. Oh, ist das lecker. Ich hab echt gedacht, du stirbst noch gerade. War ich auch schon näher danken. Ja, aber da hat mich der Mario doch noch nicht enttäuscht. Oh, jetzt ist da gerade was Neues aufgetaucht, sogar noch etwas Besseres. Und zwar das N, was ihr da jetzt seht, ist ein kleines Extra-Bonus-Spielchen. Flip over any two cards and see if they match. Miss twice and you're out. Also sprich im Klartext, wir haben insgesamt zwei Versuche. Und... Ah, das habe ich mir fast gedacht, das war der erste Versuch. Und man muss natürlich versuchen, die in Memory praktisch, dafür zu sorgen, Items zu sammeln, beziehungsweise auch Münzen. Es gibt natürlich aber auch noch andere Sachen. So, erstmal will ich aber da hinten hin. Denn da gibt es schon ein Pilzhaus. Ja, und das nehme ich immer gerne an. Na, was wohl? Es gibt eine ganze Menge schöner Items in dem Spiel. Oh ja. Schon faszinierend viele für diese Zeit.
vor allem für den Teil. Das war schon sehr innovativ. Ja, ich weiß, was du meinst. Wenn du jetzt da drauf gehst, heißt das, der Typ zählt offiziell als Level. Ja, und das will ich eigentlich nicht. Weißt du was, wir machen das jetzt mal ganz anders. Lalalalalala. Jetzt bin ich gespannt. Zählt die Röhre auch als Level? Oder als Wegpunkt? Es zählt nur als Wegpunkt. Und da hat er abgekürzt. Die können richtig trollen, die Viecher. Ja, aber die Viecher kann man auch umbringen. Wenn man dann in der Lage ist zu treffen. Zack. Oh, das weckt gerade so schöne Erinnerung. Oh ja. Oh, gib mir das. Gib mir das. Was waren das für Zeiten damals, dass... Ja, die Erwachsenen saßen schön... Also nach Weihnachten noch und die Tage darauf zusammen, haben irgendwas gequasselt, sich über die Welt unterhalten und du als kleiner Bimter saß da von deinem SNES, zum Beispiel mit deinem Bruder oder Freunden und hast einfach mal solche Spiele gezockt. Gib mir das! Das war noch Zeit, ne? Der Moment. Da hast du leider vor schlipperig geworden. Das war knapp. Oh fuck. Aus dem Weg. Ich muss auch sagen, es hat wirklich einer der besten Mario Brothers ja, Musikstücke überhaupt, der dritte Teil. Au! Die vom ersten sind recht nice. Die vom zweiten gefallen mir größtenteils auch recht gut, aber ich muss sagen, die vom dritten Teil zählen, wenn man von 1 bis 3 geht, zu meinen Favoriten. Und jetzt wünschte ich dir den Tanuki. Das könnte jetzt knifflig werden. Nicht mal ansatzweise. Alles eine Frage der richtigen Timings. So ist es. Sobald er da unten ist, kann ich mich auch wieder runterstürzen. Zack! Ganz sicher. Ganz richtig kalkuliert. Da habe ich noch ein extra Leben gerade kassiert. Yes! Wenn du jetzt noch einen Stern bekommst, haben wir den Jackpot. Yep, dann gibt's richtig viele extra Leben. Und ich finde das gut, dass ich den ausgetrickst habe, den kleinen Bobble. Jetzt kommt zum ersten Mal ein Speziallevel und zwar naja, die Sandgruben. Haben wir schon auf Select, glaube ich, war es Items? Wo waren nochmal Items gewesen? So. Y. Achso. Eigentlich, ja, eigentlich sollten wir die Gegner mit umbringen, weil die geben ja ich gute Items. Sparen. Die wir gebrauchen. Oh nein, ich hasse die Sonne. Oh ja, zu der Sonne kann man eine kleine Sache sagen. Die hat nämlich so einen kleinen bösartigen Tick drauf. Sie kommt runter. Genau, wenn sie nämlich an einer bestimmten, wenn man an einer bestimmten Stelle ist. Und zwar genau. Ah, die können auch nerven, diese komischen Strudel. Die sind aber einfach auszuweichen. Die müsste ab ja, jetzt. Ja, jetzt fängt sie an. Die ist aber auch umbringbar, wenn man einen Kupferschell hat. Glaube ich. Na, aber spring. Oh, ho, ho. Geh weg, 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 weg. Nein, nein. Oh. Nein. Oh. Autsch, da hat sich die Sonne gerade ernsthaft gedacht, leck mich am Arsch. Du kannst mich mal, ich krieg dich, Freundchen. Oh, so kurz vorm Ziel. Das ist bitter. Eieieiei. Mal ganz kurz vom Ziel hat mich die Sonne noch mal getrollt. Ich versuch's jetzt einfach mal als kleiner Pimpf. Da versuche Nummer 2. Oh.
Autsch! Das war auch Warte. Fail. Von der scheiß Feuerblume getroffen, ey. So Items verschwenden will ich dafür eigentlich noch nicht wirklich. Aua, das hat ganz schön weh getan. Komm Mario, versuch mal durchzuraschen. Oh. Ey, das war knapp. Oh, die dreht sich noch so ein kleines bisschen. Das ist auch Boah, Treibsand und Sonne, das ist tödlich. Yep. Kommt in den Rennziel! Ja, wunderbar. Oh, Treibsand und Sonne, das ist kann richtig tödlich werden. Mhm. That was close. Too close. Der kommt mir gerade gelegen. Sieht man schon auf der Karte? Das spezielle. Ja, man sieht's. Ihr seht da unten auf der rechten Seite eine lustige Pyramide im Pfad. Das ist eins der Spezial-Mini-Castles, die ich meinte. So, und ich knüpfe mir den jetzt vor. Was ein Glück, dass ich den Pilz eingesetzt habe. Hast dich gerade geportet bei mir. Goll. Für eine Sekunde. Das, was ich eben eingesammelt habe, diese Notblöcke, die sind auch besonders praktisch. Kann ich ja, wenn ich demnächst dran bin, kann ich das ja mal vorführen. Einfach mal, um zu zeigen, was das Ding bewirkt. Und es wäre vom Vorteil, alle Level zu schaffen, denn, ja, das Luftschiff kann auch wandern, wenn man verkackt. Und ja, es kann sein, dass das Schiff zu einem Punkt wandert, wo ein Level im Weg steht. Ich sollte mal versuchen, da das Fragezeichen zu holen. Fuck. Nice! Oh mein Gott! Was ist da passiert? Das nenne ich mal einen Boomerang-Treffer vom Allerfeinsten. So, ich kann es dir einmal kurz zeigen, was passiert. Wenn man die Notblöcke einsetzt. Kommt zum einen die Musik. Und der Gegner pennt. Das heißt, solange die Musik läuft, wird in der Zeit nichts passieren. Aber die Notenblöcke, die halten natürlich auch nicht ewig. Ich glaube, nur ein paar Level halten die. Beziehungsweise Tries. Ah, stimmt. Der Fragezeichenblock. Aus dem Weg. Die sind humaner als die Hammerbruder. Mit dem Bumerang. Das stimmt allerdings. Das nehme ich mal mit. Das hatte nämlich einen Grund, warum ich das jetzt gemacht habe. Ja, also jetzt kommt da oben links ran. Ja. Ja. Okay, das war's gar nicht beabsichtigt, aber egal. Brech durch die Decke, Luigi. Und klau alles, was du kriegen kannst. Hui! Ich frag mich, ob es da unten irgendwas gibt. Oh, das ist so unfair, dass man nicht seinen Tanuki einsetzen kann. Unter Wasser. Ja, da bräuchte man eher. Jetzt wäre es eigentlich. Das ist blöd, das weiß man nicht, wo der P-Switch da ist. Und wenn man es rausfindet, hat man meist schon die ganzen Blöcke zerstört. Ja. Hier gab es auch irgendwo einen P-Switch. Nein. Ja. Nein. Komm
Und schauen, der muss hier irgendwo sein. Aha! Da ist er, das B-Switch. Da ist er, die gute Stück. I believe I can fly. Gut, dass da kein Abgrund ist. Du Saufacke! Das war ein kleiner Drecksack. Das war eine Saufacke, das Mistvieh. Dafür hat er jetzt auch die Quittung gerade gekriegt. Der hat mir meinen Run nämlich gerade eben versaut. Ja, 20 Minuten, perfekt. Ich würde sagen, wir machen den Schnitt rein. Das war's bei diesem Part von Super Mario Bros. 3. Beim nächsten Mal geht's wieder mal Richtung Castle. Und vielleicht auch in die 5. Ins 5. Level. Mal schauen. Yeah. Bis dann, Leute. Tschüss.